So, Stahl. Basis töten ist gleich der Plan, richtig. Aber erst gleich. Vorher muss ich noch ein paar Sachen kurz von Hand bauen, weil sie nicht im System sind, beziehungsweise nicht automatisiert. Da. Jetzt wird mit Strom einigermaßen hinhaut. Und jetzt zurück zum Öl. Yep. Hier. Also, Wasser ist noch nicht angeschlossen. Weil ich keine Untergrundrohre hatte, was ich jetzt ausgleiche. Da, nach da. Da, nach da. Und du musst unbedingt im Einzugsbereich sein, was der Fall ist. Okay, dann kriegst du nämlich hier eine Kiste mit. Eisenplatten waren es, glaube ich, nur. Richtig. Dann kriegst du gleich mal ein Stack. So, Schwefelsäure kommt. Jetzt muss ich Batterien herstellen, was ebenfalls hier drin war. Batterien. Die brauchen ebenfalls Kisten. Und auch schon mal Ärmchen. Und dahinter Ärmchen. Da die roten Kisten. Da die blauen Kisten. Und wieder Untergrundteile. Gut, du forder bitte an sowohl Kupfer als auch Eisen. Also Keisen für dich und Keisen für dich. Richtig eingestellt, gut. Du auch Batterien. Und dann bitte dich da direkt anschließen. So ist es einfach, oder? Ja. Auch beides verbunden, beides läuft nicht. Bin die Hälfte ab. So. Okay, Batterien hätten wir. Was war das nächste? Plastik brauchten wir auch noch. Plastik war direkt von Petroleum und Gas. Also mache ich das mal hier hin. Ja, warum nicht? Weil wir keine Eisen haben. Ja, damit. So, Bau, okay, geplant. Plastik reichte eine Fabrik. Problem beim Plastik war die Kohle. Die ich theoretisch hier unten direkt wegstapizieren könnte. Ja, warum nicht? Gib mir einen Drill. Das Gebiet hier ist eh verhunzt für andere Projekte. Kann ich auch hier jetzt einfach einen Drill hinhauen? Irgendwo sterben Dinge. Vier Turrets schießen, ist okay. Das heißt, du legst das direkt rein in dich. Und du kriegst von der Petroleumgas. Und legst dann da Plastik rein. Jetzt muss ich das Petroleumgas von hier nach da unten bekommen. Aber das ist nicht das Problem. Das machen wir von dem Tank hier aus. Nach da. So. Wieder mal kein Eisen. So, hast jetzt halt keine Schiffsäure mehr. Ist mir egal. Ich muss jetzt das hier zu Ende bauen, damit es wenigstens später irgendwann mal läuft und ich nicht mal zickzack laufen muss. Jep. Achso, von da nach da, von da erstmal so. Okay, Plastik ist also auch automatisiert. Wieder. Das heißt, es sollte jetzt alles hier soweit okay sein. Aber ich kann das rechts noch nicht kappen, weil das hier noch nicht ausgebaut ist. Wenn ich das nämlich jetzt rechts kappen würde, alles, hätten wir keine Fuel Blocks für hier oben. Außer ich lege einmal eine komplette Line von da nach da hoch. Was jetzt nicht so wirklich toll klingt. Naja, das lasse ich erstmal. Ich könnte mal hier oben einen so einen Strombappen hinbappen. So. Das heißt, ich lasse das jetzt rechts alles nochmal laufen. So lange bis hier unten da das Eisen weg ist. Und sobald das Eisen weg ist, kann ich hier die ganzen Engines hinstellen. Du kannst schon mal weg. Dann habe ich schon Engines gebaut vielleicht irgendwo. Da.
Ja, es passen direkt jetzt schon zwei dazwischen. Ah, das ist super. Bum, 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 bum. Dann kann ich das nämlich schon mal alles planen. Allerdings sollte ich vor mir um das Eisenproblem kümmern, weil das ist echt albern, andauernd hin und her flitzen zu müssen mit dem Kram. Also, du arbeite weiter, mach hier schön Batterien ins System. Stromversorgung kommen wir mal gleich. Akkus haben wir gerade keine, das ist verständlich, weil wir keine Batterien hatten bis vor kurzem. So, jetzt Eisen. Da links kann ich nichts ändern, habe ich gesagt, außer ich baue da noch einen Drill hin. Warum mache ich das nicht? Bau einen verdammten Drill. Hier hinten hinsetzen rauf. Vielleicht kriege ich sogar zwei da reingequetscht. Ja, damit. Ja, hier. Ja, der Roboter ist da total für den allerwertesten. Das heißt, ich setze ihn jetzt einfach mal hier hin, mache ihn da weg. Und nutze den Platz hier für Drill Nummer 1 und Drill Nummer 2. Warte. Du musst anders. Du musst so. Damit das da unten nochmal abgebaut wird. Und so. Richtig. Richtig. Dann fehlt noch da theoretisch. Warte mal. Bau da Drill. Man sieht es jetzt. Ah, nee. Da müsste hin. Ne, das lasse ich. So, also, Erz kommt von da. Was ist mit dem Erz, das von der anderen Seite kommt? Da, wo eigentlich ja der Dingensbummel sein sollte. Der Fleckmacher. Da ist der Fleckmacher. Der eine. Oh, okay. Hier sieht es langsam kahl aus. Strom ist auch nicht so toll. Jo, ich kann nichts machen. Ich kann nur darauf warten, dass das irgendwann alles verbuselt wird. Das heißt, es ist bald an der Zeit, nächste Eisenader in Beschlag zu nehmen. Oder überall Produktivitätsmodule einzuzimmern. Aber dafür brauche ich, wie gesagt, noch mehr Strom. Schade. Ich hätte mir irgendwie gehofft, ich kann jetzt hier hingehen und irgendwie ein Wunder bewirken, dass wir noch mehr Eisen haben. Aber das klappt so nicht. Das heißt... Oh, okay. Das heißt, das Eisen will ich haben. Dafür müsste allerdings das ganze Wasser weg, damit ich die Mauer darüber ziehen kann. Oder ich mache einfach einen kleinen Außenposten. Ja, ein kleiner Außenposten klingt irgendwie cooler. Anstatt dass ich die komplette Mauer bis da hinten hin erweitere, aber so eine Riesenbasis brauche ich gar nicht. Ich habe bisher immer rumgetönt, dass ich eine viel größere brauche wegen den ganzen Solarpanels. Ja. Bau. So, jetzt mal das weg. Aber es stört. So, hätte ich gerne dich. Achso, du bist noch gar nicht fertig gewesen. So. So. Davon ein paar Rest da. Also, der See weg, das da weg und hier ein ganz großes Stück rausschneiden aus dem See. Dann die Mauer erweitern lassen von Robotern. Samt Türmen und allem. Und Fließband. Das wird nackt. Ja, das muss ich auch alles vorrätig haben. Ich sollte unbedingt bei der Kiste die Fließbänder herstellen, bei der Fabrik die Fließbänder herstellen, eine Kiste hinbappen, dass wir das abzwacken können. Das war hier allerdings problematisch, ne? Ja, mal problematisch ist nur, was man problematisch werden lässt. Mach einfach. So und so. Und du legst das hier jetzt einfach in eine Rotkiste. Zack. So schwer war es gar nicht, hm? Gut, hier, gib mir alle Zahlen wieder. Du bist immer noch nicht so gut am Arbeiten, weil nicht durchgehend Stahl und Batterien da sind, weil die Roboter nicht hinterherkommen. Habe ich noch mehr Roboter gebaut? Nein, aber ich habe 12 Flying Frames. Die sollte ich mal umwuseln. Haben wir inzwischen rote Chips? Oh ja. Dann können wir die doch nochmal alle abbrechen. Dann muss ich nämlich nicht von Hand herstellen, die ganzen Chips.
So, dann macht das so. Und lasst euch frei. Und wir haben fast 100 Roboter. Schöne Sache. Hier könnt ihr schon eine blaue Kiste hinbappen, dass er auch wieder was zu tun hat. Sehr. Nee. Theoretisch müsste ja ab und an von hier hinten auch mal, ne, eine Batterie angekrochen kommen. Irgendwann mal. Scheiße. Wie mache ich das hier jetzt am besten? Also ja, ich brauche den Flamer Fuel immer wieder, um die Basis zu zerstören, was ich ja eigentlich auch diese Folge machen wollte. Aber ich möchte ganz gerne vor, das hier so umbauen, dass ich... dass ich hier noch eine Umwandleranlage reinbauen kann. Oder ich mache es jetzt knallhart, töte diese Folge keine Basis und nächste auch nicht und baue einfach alles komplett so um, dass wir es über die linke Fabrik machen. Ja. Ja, komm. Ist besser, als wenn ich jetzt hier Notfall-After-Notfall-Pflaster mache und am Ende ist es ein riesiges Tuva-Buhu. Also kappe ich jetzt... Wie fange ich an? Ich kappe jetzt die Leitung für das Öl, sodass das Öl nicht mehr hier hingepumpt wird, sondern von hier zu der anderen Seite. Wo ist der Weg zur anderen Seite? Das ist der Weg zur anderen Seite. Das heißt, ich mache einfach hier. Das heißt, das Öl wird hier gepumpt, kommt da rein, kommt da runter und geht nach drüben. Es wird also kein neues Zeug hier hergestellt. Wir haben also bald einen Engpass, was die Fuelblock angeht. Fuelblöcke. Wobei, was sagen die Kisten hier? 2400. Okay, wir werden nicht so schnell einen Engpass haben. Das ist schon mal gut. Es wird kein Plastik nachproduziert werden. Das ist okay, weil drüben die Plastikgeschichte ja schon läuft. So halbwegs zumindest. Und es wird kein Flamer Fuel hergestellt werden. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich ja diese Folge und die nächste halt nicht töten gehe. Muss aber auch drüben wieder aufgebaut werden. So, da ich beim Basteln immer sehr viele Ressourcen baue, schnappe ich mir mal hier alles an Kupfer und Eisen, was so rumliegt. So. Dann einmal essen, trinken und so weiter holen. Und hier das Fließband. Bau Fließbänder. Da. Schlürf. Gut. Und gucken, was bei der Fließbandkiste zwischen oben gekommen ist. Ja, ein bisschen was. Okay. Soll ich gleich noch mehr auf einmal machen? Erste Überlegung war, ich schiebe jetzt einfach die Fluorbox von da nach da. Nächste Überlegung ist, ignoriere das da oben mal komplett und baue hier das an einem Wups mit auf. Ja, warum nicht? Mach ein Splitter. Da. Mach den da hin, tu das da rauf. Bring dieses Fließband nach da hinten. Ja, noch ein weiter. Hier kann es runter. Mal. Help. Hier brauchen wir jetzt ab sofort keine Kohle mehr. So, das heißt, das Fließband versorgt die beiden. Dann mache ich hier noch einen Splitter. Da. Der versorgt dann... Neulichter hier irgendwo zwischensetzen. Links von denen scheint er frei zu sein. So. Genau. Das heißt, die eine Hälfte versorgt die beiden, die andere Hälfte versorgt... Warte mal. Ist wieder doppelt gemoppelt? Ja, ist wieder doppelt gemoppelt. Das hier könnte ich mir komplett sparen, sobald die Seite steht. Das heißt, der hier versorgt... die beiden und die beiden und das andere Fließband versorgt dann die nächsten vier rein. Ja, okay. Ich brauche jetzt raus. Ich brauche jetzt ein paar davon. Dann. So. Später theoretisch so. Boiler habe ich keine dabei. Habe ich wenigstens genug Stein für genug Boiler?
Nein. Also heißt es Stein holen. Von wo auch immer da. So, Bau. Keines Dimensions. Bau Boiler. Ein paar auf Vorrat. Und mach aus dem Rest hier Lentil. Naja, vielleicht nicht aus allem. Dann haben wir sonst wieder das Problem, dass wir keinen Stein haben. Okay. So, Boiler komm. Zack. Mehr Boiler. Mehr Boiler. Und ganz viele Ärmchen. Ärmchen. Das heißt, die Ärmchen hier werden nicht gebraucht, aber die und die. Hier rein kommen keine Ärmchen.